Der, da irgendwo bollert was. Nee, doch nicht. Hm, dachte. So, wir werden uns in der Zwischenzeit mit unseren 12 Stones werden wir uns nochmal ein bisschen... Ich brauche noch Sand. Sand. Da werden wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen Concrete bzw. Reinforced Concrete machen. Konkrete. 18 Stück. Ein bisschen dünn. Concrete Reinforced. 9? Wieso nur 9? Aber wir keine Short Metal Pipes mehr haben. Okay. Ja, Short Metal Pipes. Das können wir nochmal umbauen. Hier habe ich den anderen. Ja. Scrap Metal Block. Was kommt da raus? 2x Iron. Oh, das ist nicht schlecht. Doch, doch, das hat was. Auf jeden Fall. Border Window, Barbed Wire, bla. Concrete Ramp. Cooking Pot. Na, wie heißt denn das? Reinforced Metal Side. Nee. Stairs Concrete. Warte mal, das nehmen wir erstmal raus hier. Iron. Machen wir daraus erstmal Iron und dann haben wir auch erstmal Scrap Metal Bestand 0. So, wie heißt denn das Zeug nochmal? Forging Metal. So, 32 Stück. Und dann können wir aus dem Forging Metal nämlich Short Metal Pipes machen. Und das gar nicht mal so wenig. 64 Stück. Na, also ich will jetzt echt mal aufpassen, dass ich mal ein bisschen mehr diese 64er Stacks mache. Und weniger so 300, 400er Stacks. Concrete Reinforced Concrete. Dann können wir nämlich nochmal Concrete Reinforced machen. Sollte man zumindest meinen. Concrete Reinforced. Nochmal 9 Stück. Sauber. Aber das reicht immer noch nicht. Also, kann mir jeder erzählen, was er will. Da brauchen wir noch viel, viel, viel mehr Sand. Und viel, viel mehr Stone. Aber gut, das sollte jetzt ja alles eigentlich kein Problem mehr sein. So langsam jedenfalls, hoffe ich. Das war sogar auch nicht. So, Forging Metal, das andere ist... Ach so, das... warte mal, wollte ich mal gucken, wie das aussieht. Ach, das ist hier. So ein Alu-Kram. Und der noch mit so einem Grafikfehler. Ganz großes Kino. Wird ja mal besser. Lol. Und wenn das angebaut ist, dann bleibt das angebaut. Auch nicht schlecht. Okay, wenigstens sind wir das Scheiße mal los. So, Scrap Metal da rein. Iron Ingot da rein. Stone kommt hier mit so in die Steinkiste und hier, keine Ahnung, was das sein soll. Das ist mal so eine Sache, könnt ihr mal echt in die Kommentare schreiben. Was soll das eigentlich sein? Ich habe null Ahnung. Aber so wie ich mich kenne, google ich das Wort nach der Folge und dann weiß ich das. Oder auch nicht. So, ach, hier haben wir auch noch 8. Ach, guck an. Fire Axe, Chicken Ratio, Short Metal Pipes. Ja, Mensch, Yucca-Pflanzen oder brauchen wir Yucca-Fieber-Dinger? Auf meinem Schreibtisch hatte ich mal irgendwo so eine Rezeptliste ausgedruckt. Ja, die hat die gute Trivolotta wahrscheinlich schon wieder entsorgt oder ich selber. Dann ist ja immer, wenn Besuch kommt, dann muss ja mein Schreibtisch aufgeräumt werden. Meistens macht sie das. Na, habe ich mich mal geoutet hier, ne? Ich räume ja hier selten auf. Also, Schreibtisch. Ja, wenn meine Frau nicht hätte, dann würde ich verlottern, was den Schreibtisch angeht. Aber ich meine, hey, welcher Mann würde das nicht? Oder welcher Gamer insbesondere? Nee, Alter, ich will das eigentlich hier mit reinhaben. Hier, die Chrysanthemen, Alter, weg damit. Naja, ganz weg nicht. Können wir hier irgendwie in diese Kiste reinpacken. So, dann haben wir hier noch eine Submachine Gun. Das ist auch sehr geil. Oh, das ist schön, diese Ruhe, diese Nacht hier, ne? Submachine Gun. Genau. Die können wir hier mal mit reinpacken. Oh, da haben wir auch noch eine. Aber die Magazine waren ein bisschen dünn, ne? So, 18 davon, 5 davon. Also auf jeden Fall brauchen wir Lead.
Denn ich habe mir links, nee, ja doch, links. Ich habe gerade ein anderes Wort gelesen. Links von mir auf dem Monitor habe ich nämlich gerade das Rezept von den Shotgun Shells auf und ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich eigentlich hier so ein paar Shotgun Shells basteln könnte, aber da habe ich mich wohl geirrt. Was wir nochmal machen können. Moment. Short Metal Pipe. So, und dann Metal Trussing. Metal Trussing. 54 Stück. Wird nicht reichen. Glaube ich nicht. Sledgehammer Forging Metal. Forging Metal, genau. Oh, ich vergesse mal, was man da zuerst für braucht. Halt. Habe ich da nicht noch gerade was weggelegt? Ja, Forging Metal. Nein, nicht EI. Verdammt. Short Metal Pipe. Und nochmal 64 Stück. Und Metal Trussing. 72. Ja. So, 63 und 63. Finde ich ein bisschen vernünftiger, sieht ein bisschen besser aus. Dann können wir die Nacht nochmal kurz nutzen. Und war das jetzt eigentlich aus dem Plywood, die Sticks? Oh, 104. Sauber. Wow. Wo haben wir die anderen da? Wood Spikes. Los geht's. Wie, mehr nicht? Na gut. Okay. Ah, weil es nicht aufgeht, ey. Das ist nämlich auch dieser Stack-Bug, weil es nicht aufgeht. Weil 5 überbleiben. Tolle Wurst. Da müssen die Programmierer auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen dran arbeiten. Also ich wäre denen auf jeden Fall zu Dank verpflichtet, wenn sie da auch mal ein bisschen dran arbeiten würden, dass das Stacken auf jeden Fall klappt. Und ey, wovor ich die größte Sorge habe, dass dieses Projekt 7 Days to Die genau so eine Gurke wird wie Dingens. Oh, helft überhaupt Sprünge, wie heißt denn das nochmal? Cube World. Na, also jeder, der sich Cube World gekauft hat, der wird jetzt wissen, was ich meine, weil ey, Cube World war wirklich die, aus meiner persönlichen Sicht, die größte Verarsche in diesem Jahrhundert. Weil mal ganz ehrlich, da dieses Spiel zu präsentieren, war ja okay. Ne? Ein Update rausbringen war auch okay. Zweites Update rausbringen, auch noch okay. Ja, und dann? Puff! DVD, das war das. Das war das, was sie gemacht haben. Mehr haben die Schweine nicht gemacht. Die Schweine! So, pass mal auf. Ich bin mal kurz noch mal ein paar Minuten so mutig. Und geh mal einfach hier runter. Habe ich Leitern mit? Ah, guck mal hier, da haben wir doch Potassium-Nitrat. Toll. Da hat er die Fackel kaputt gehauen. Was soll denn der Quatsch? Und vor allem, dass ich das auch nicht... immer noch nicht gepaart habe, die Fackeln richtig. Was ist denn das jetzt so? Mal Fackeln bringen doch normalerweise... Oh, nee, ne? Wow! Krieg ich den Bug nochmal? Ja, hier, guck mal, können wir ein bisschen in die Welt reingucken. Da ist noch ein Keller. Da haben die Zombies sich ein bisschen runtergebuddelt. Oder ich, oder wer auch immer. Kriegen wir den hier auch mal? Ja, warte. Okay, wir sind jetzt auf der Höhe des Kellers. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen tiefer. Geil! Das wollte ich doch wissen. Alter. Ich habe jetzt echt voll nachgehört. Agiert. Gehandelt. Ich habe nur die alte Spitzhacke gezückt. Alter, auf wen hau ich denn? Das mit den Hitboxen in diesem Spiel, das ist echt noch nicht... Das ist noch nicht so der Weisheit letzter Fall, finde ich. Also da müssen wir nochmal... Ne, da müssen wir uns nochmal zusammensetzen. Also das ist irgendwie noch nicht so ganz das Wahre. So. Ja, wie denn jetzt? Ja, lassen wir einfach mal kurz dunkel. Eins. Ja. Kaputt. So. Jetzt müsste ich normalerweise... Ja... damit. Das hat jetzt... Hä? Wieso hat denn das jetzt gar nichts gebracht? Das ist irgendwie wieder merkwürdig. Ich hätte gedacht, das gibt dieses Potassium-Nitrat und...
aus diesem, jetzt das Potassiumnitrat gedacht, wo ich eigentlich mit Eisen gerechnet habe. Also manchmal ist das hier echt merkwürdig. So, hauen wir den alten Eisenblock hier mal kaputt in der Hoffnung, dass wir auch gleich Eisen rauskommen. Ja, kam auch raus. Was habe ich denn da noch eingesammelt? Lied. Auch gern genommen. So. Machen wir das Ganze hier mal in diese Richtung. Ein bisschen safe. Ein bisschen safe, weil das ist mir echt ein bisschen lieber, dass das hier ein bisschen safe ist. Weil wegen dem Keller und so, wisst ihr ja. Ups. Metal Trust. Wenn auch nur ein bisschen, ne? Aber ich hab's halt gerne so. Ich bin ja so ein bisschen so. Ich bin ja eine kleine Muschi, was das angeht. Ja, einfach mal straight ahead, gerade nach unten. Weil ich ja weiß, dass ich hier im Gegensatz zu Minecraft nicht zu befürchten habe. So, Fackel haben wir angebracht. Den Stone haben wir mitgenommen. Und tiefer geht's. Und noch tiefer geht's. Also ich habe schon gesehen, es gibt hier auch so eine Art Bedrock, also wie in Minecraft. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Scheiß gebaut habe und dass ich überhaupt wieder nach oben komme. Da geht's nämlich schon los. Oh. Nee, ne? Nee, da. So, den dann auch nochmal schnell raus. Nur, dass wir hier mal Leitern anbringen können. So. Das geht. Geht alles wunderbar. Tja. Eisen. Her damit. Nehmen wir gerne. Plöpp. Also ich habe mir jetzt keine direkte Tiefe vorgenommen, sage ich mal. Aber spontan würde ich sagen, tief. So, nee, auf der 2. So. Hi ho, hi ho. Wir sind besoffen und froh. Oder so ähnlich. Ups. Fackel. Hopp. Ach so, nee. Muss ich einsammeln. Das ist auch immer so. Vergesse ich. Hier in diesem Spiel vergesse ich das immer, dass ich den Mist einsammeln muss. Und in anderen Spielen, ne, da muss ich nur drüber laufen und da kriege ich es irgendwie nicht geschissen. Finde ich auch immer wieder lustig. So. Machen wir einfach mal Metal Trussing. Hallo? Ah. Hat die Maus mal einen Ruckler gehabt? So was Blödes. Und noch tiefer geht's in den Stein. Wir könnten normalerweise eigentlich auch schon wieder draußen rumlaufen. So. Da, da. Den möchte ich gerne mitnehmen. Ha, eingesammelt. Ersetzen wir einfach mal hier durch das alte Metal Trussing. So. Ach, hier, warte mal. Kamerad Eisen. Den müssen wir ja auch noch nehmen. So, so. Ja. Autsch. Ja, ein zu viel. Zack. Und auch das Eisen. So. Nehmen wir mal noch mal den da rein. So. Nee, haha. Das war ja falsch. Ich muss ja jetzt wieder ein und zwei in die Richtung. Ah nee, warte mal. Diesmal ist die Fackel ausnahmsweise mal nicht, ne? Naja, gut. So. Und dann würde ich mal sagen, sind wir durch für diese Woche mit 7 Days to Die. Obwohl, wir können hier die Kohle noch mitnehmen. Kohle, Kohle, Kohle. Habe ich das gerade wirklich gemacht? Nein, habe ich nicht. So, dann würde ich sagen, nächstes Mal mit dem Bohrer. Oder machen wir noch schnell was? Ne, pass mal auf, wir machen noch ganz schnell was. Und zwar werden wir nochmal schnell unsere Selbstschussanlagen, Verteidigungsplöbbel, Blödsinn nochmal eben erneuern hier. Fallerie und Fallera, hier ist keiner da. Aber fast.
So, zu. Wo sind die denn raufgekommen eigentlich? Alter! Okay, boah, ey. Ja. Wo sind die Schweine denn überhaupt? Den einen Block, den ich falsch gesetzt hatte. Über den sind die auf die Mauer. Ich bin ein Dummkopf, ey. Also manchmal wirklich so. Unglaublich. So. Ja. Ich höre sie schreien. Ich sehe sie auch überall. Aber lass sie schreien und, ne? Hast du nicht gesehen. So, pass mal auf. Die ganzen Dinger hier, die so ein bisschen angeschlagen sind. Ein bisschen ist gut. Ein Schlag ist nicht nur ein bisschen angekratzt. Der ist eigentlich schon voll in Arsch. So. Der hier, der sieht auch nicht mehr so besonders aus. Zack. Leider. Da sollten wir auch mal langsam auf Eisenleitern, glaube ich, umsetzen, umsteigen, wie auch immer. Ja, hier muss natürlich dann auch nochmal früher oder später die Dings weitergehen. Die Mauer. So, und mit gedrückter linker Maustaste stelle ich immer wieder irgendwie fest, ist das nicht so gut hier, ne? Ey, oder sag mal, kann das sein? Das Geknacke und Geknalle, was ich immer höre, dass das das Fundament ist. Aber das kann es ja auch nicht sein, dass das Spiel das so vorsieht, dass irgendwann einfach das Haus zusammenbricht. Oder Festung, Bude, was auch immer. Oder bin ich jetzt tatsächlich darauf angewiesen, alles aus Concrete, Metal Trussing, whatever zu bauen? Ja, aus Concrete scheint ja auch nicht zu funktionieren. Alter, ey, nur ein einziger Schlag. Das kann auch wohl nicht wahr sein. Ey, früher oder später wären mir die Arschlöcher schon noch aufs Dach gestiegen hier. Oder werden sie mir auch. Also, ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie richtig zuversichtlich. Früher oder später steigen mir die Zombies hier nochmal richtig, richtig aufs Dach. So. Pass mal auf, das andere Zeugs hier, die Piken und so weiter, die werden wir beim nächsten Mal setzen. wie komme ich denn jetzt wieder ins Haus rein? Muss irgendwie wieder reinkommen. Hier. Ja, da muss ich mir halt auch noch irgendwas überlegen, wie wir das dann mal hier. Ups. Wie das mal ein bisschen sicherer machen und so. So. Auch insbesondere halt den Boden dazu, den Keller. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, was ich da am besten machen soll. Um diesen scheiß Keller da abzusichern. Dass die nicht bei uns dann plötzlich dich doch mal nach unten bzw. nach oben buddeln und das Haus zum Einschutz bringen oder was weiß ich, was sie alles so können. Die können ja ganz schön viel. Und ich glaube, was da so. Na, egal. So, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut da rein und tschüss.